So Leute, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich habe ja gerade Radio an. Hört mal zu, hört mal zu. Mitnimmt, ja, und genau, sich drauf einlässt. Und ja, einfach rumprobieren, um einfach heute der und übernächste Woche der und dann wieder der. Das interessiert mich halt einfach. Mich bedeutet Freiheit, mich so frei fallen lassen zu können, dass ich mich jemanden zu 100% ganz öffnen kann. Und das, dafür brauche ich auf jeden Fall, dass man eben nicht nur, wenn alles rosig ist, zusammen, ja, dass man da durchsteht, sondern die wirkliche spirituelle Praxis beginnt dann, wenn es nicht rund läuft. Dann ist die Frage, ne, weg. Also Spiritualität findet eben nicht nur auf dem Yoga-Kissen statt, sondern wirklich im realen Leben. Ja, sicherlich, natürlich, Angelika. Freiheit bedeutet gerade im spirituellen Sinne natürlich eine ganze Ecke mehr als, was hast du nochmal gesagt? Ist egal, gut, dann. Angelika, du hast ja gar nicht eingeschenkt. Na, ist egal. Gut, nee, natürlich, aber ich sag jetzt mal, aber in einer Beziehung, wenn man schon so lange, sag ich jetzt mal, ohne Partner ist, also spirituell gesehen, ich sag jetzt mal, natürlich kann man jetzt eine Kerze nehmen und sich Wachs, aua, über die Hand laufen lassen, das kann man auch sein lassen, aber so mal auch mal, wenn der Mann einfach mal sagt, jetzt hier, komm, ne, scheiß auf die Freiheit jetzt, also deine, sag ich jetzt mal, lass uns mal in den Swingerclub gehen oder, aber. Ach, weißt du was? Nee, komm. Nee, dann lass uns mal. Am besten bleibt jeder von uns beiden Single, Angelika. In diesem Sinne, schönen Sonntag euch. Ich bin noch nicht ganz auf mit Angelika. Also ich werde nochmal das Orakel befragen. Sag ich jetzt mal, was denn da nur ist. Heiliges Orakel. Was wird mit mir und Angelika? Gib mir ein Zeichen. Nee. Angelika, sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, wir lassen das.